Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch darüber reden, wie bzw. ob man das Geschlecht des Kindes durch ein paar Tipps und Tricks beeinflussen kann. Einmal vorneweg zu mir. Wie ihr ja wisst, ich bin schwanger mit dem vierten Baby, habe einen Sohn, zwei Mädchen und ich weiß auch schon das Geschlecht von dem kleinen Krümelchen. Und ich werde es euch heute auch verraten, aber bitte erst in ein paar Minuten, okay? So ein kleines bisschen Spannung aufbauen sei mir gegönnt. Mir persönlich war das Geschlecht der Kinder immer total egal. Ich hätte mir vorstellen können, eine Jungsmama von vier frechen Buben zu werden, beziehungsweise meine vier Mädchen um mich rum zu haben und total die Frauenallianz hier zu bilden. Von daher, in meinem Fall, mir war es wirklich egal. Nun hat mir die liebe Natur unterschiedliche Geschlechter geschenkt. Aber in manchen Familien ist es ja vielleicht, wünscht sich ja vielleicht der Papa endlich einen Sohn, nachdem er vier Töchter hat und endlich auch mal jemanden zum Fußball gucken braucht. Oder manche Frau wünscht sich endlich ein Mädchen, nachdem sie viele Söhne geboren hat und auch mal sich mit jemandem schminken möchte. Ja. Und deswegen gibt es ein paar Möglichkeiten, wie man das Geschlecht mit ein paar Sachen, auf die man achten muss, beeinflussen kann. Und die verrate ich euch jetzt. Wobei, geht das wirklich? Ganz kurz einmal medizinische Fakten. Ein Mädchen hat ein X- und ein X-Chromosom und ein Junge ein X- und ein Y-Chromosom. Die weibliche Eizelle der Frau hat immer das X-Chromosom und die männlichen Spermien geben entweder das zweite X, was zu einem Mädchen führt, oder das Y, was dann zu einem Jungen führt. Sprich, es gibt X-Spermien und Y-Spermien. Und dann kann man jetzt versuchen zu beeinflussen, dass entweder ein X-Spermium bzw. ein Y-Spermium die Eizelle befruchtet. Und das geht so. Die weiblichen Spermien sind größer, stärker, aber langsamer. Und die männlichen Spermien sind kleiner, schwächer, aber schneller. Wenn man das weiß und man weiß ganz genau, wann sein Eisprung ist, dann kann man, wenn man direkt am Eisprungtag miteinander Sex hat, darauf hoffen, dass das schnellere Spermium, nämlich das männliche, das Ziel erreicht und die weiblichen Spermien abhängt. Wenn man aber zwei Tage vor dem Eisprung Sex hat, dann sind ja zur Zeit des Eisprungs sowohl die männlichen als auch die weiblichen Spermien oben an der Eizelle angekommen. Die männlichen sind aber schwächer. Das heißt, sie sterben früher. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein weibliches Spermium überlebt hat, weil es einfach stärker und größer ist, ist relativ hoch und deswegen wird es dann eher ein Mädchen. Sprich, am Tag des Eisprungssex bedeutet, es wird eher ein Junge. Ein paar Tage vor dem Eisprungssex bedeutet, es wird eher ein Mädchen. Dann spielt die Spermiendichte eine Rolle. Je höher die Spermiendichte ist, desto wahrscheinlicher ist es, einen Jungen zu bekommen. Wenn man sich jetzt also einen Jungen wünscht, sollte der Partner ein paar Tage vor dem Geschlechtsverkehr abstinent leben, nicht in die Sauna gehen und schön weite Unterwäsche tragen. Wenn man sich ein Mädchen wünscht, dann einfach genau das Gegenteil. All die Angaben sind ohne Gewähr. Ich lege meine Hand für diese Infos nicht ins Feuer, beziehungsweise am Ende kommen doch ganz viele verschiedene Faktoren zusammen bei der Wahl des Geschlechts. Und ich bin mir nicht sicher, inwiefern man das wirklich beeinflussen kann, selbst wenn man es drauf anlegt. Und jetzt verrate ich euch, wir bekommen einen Jungen und zumindest in meinem Fall stimmt es auf jeden Fall zu sagen, 50% werden Mädchen und 50% werden Junge. Denn ich habe dann zwei Jungs und zwei Mädchen. 50-50. Aber eines muss ich euch auf jeden Fall erzählen. Das finde ich nämlich total beunruhigend oder richtig gruselig eigentlich. Und zwar gibt es den chinesischen Empfängniskalender. Oder chinesischen Fruchtbarkeitskalender. Der wurde im 13. Jahrhundert nach dem damaligen Stand der Wissenschaft erstellt. Und der sagt das Geschlecht des Kindes voraus. Und glaubt es oder nicht, bei mir hat er bei allen Kindern das richtige Geschlecht vorausgesagt. Und leider auch bei meinen Freundinnen. Und ich finde das echt heftig. Wie man sieht, handelt es sich um eine Tabelle. Man muss oben sein Alter suchen.
und an der Seite den Monat der Empfängnis und wo sich die Spalten treffen, das Geschlecht kommt dann angeblich dabei raus. In meinem Fall auf jeden Fall faszinierend. Ihr Lieben, ich hoffe, es war der ein oder andere Tipp für euch dabei, wenn es euch denn interessiert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und was mich jetzt ganz besonders interessiert, bitte, wenn ihr schon ein Kind habt, schaut doch mal in diesen chinesischen Kalender rein und schreibt mir in den Kommentaren, ob der bei euch auch stimmt. Ich finde das einfach total heftig, dass der so genau ist, wo es ja eigentlich unmöglich ist. Alter, Monat der Empfängnis, kann mir doch unmöglich ein Kalender voraussagen, welches Geschlecht ich gebären werde. Also bitte, schreibt mir eure Erfahrungen dazu. Ansonsten freue ich mich auf euch beim nächsten Video. Ciao, tschüss.